Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Weil Daniel, wenn du nämlich am Samstagabend Zeit hast, also diesen Samstag, könnten wir ja dann nochmal ein paar Runden zusammen fahren. Und wenn René halt da Lust hatte, hätte da mitzumachen. Was hat er denn jetzt hier mit den Gängen? Warum hängt denn so in den Gängen fest? Weiß ich nicht. Mann, ey. Einmal abschalten und starten im Motor. Stopp. Ja. Geht's nicht? Da hat... Ja, das Problem ist, Manu... Das Problem ist, ich hoffe, dass die Zeitungen früher kommen, weil wenn sie wirklich um 8 kommen, dann passt es. Dann würde ich auch am Freitagabend, dass wir das schon schwätzen tun oder so. Aber das ist ja halt so. Deswegen wollte ich ja vorab schon mal mit euch da ein bisschen rüber quatschen. Mal schauen, was. Achso, okay. Standbild. Achso, okay. Ja gut, oder? Genau, deswegen, Daniel, wollte ich ja die WhatsApp-Gruppe machen, ne? Mit der NTG. Für alle Fahrer, die da drin sind. Dann können wir uns einfach mal ein bisschen kurz schließen. Und, aber ich weiß nicht, ob ich die Woche packe, die Gruppe da noch zu gründen, ne? Weil ich will da keine Fehler machen, so wie letztens, ne? Nur Ankündigung. Das war ja schon ein bisschen doof von mir. Also gut, machen wir es gerade mal so. Ich mache die WhatsApp-Gruppe und der nächste Schritt ist dann quasi, dass wir dann zusammen mal gucken, wann wir dann die Aufnahme machen. Weil dann hat sich das mit Samstag dann auch erledigt. Bist du Manu, also passt. Wow. Was war das denn? Ich habe keinen Lachen. Ich habe kein Lachen gehört. Was geht denn jetzt ab? Du schweigst, ja. Na gut. Nee, aber wie gesagt, die Zeitungen sind halt das Problem. Weil mir haben sie... Ja, ich frage mich auch gerade. Da ist er. Ja, das geht nicht. Die Equipment Cam, die könnt ihr nicht gerade rausmachen. Ich hab die Szene nicht verbunden. Und weil ich die Szene duplizieren wollte, geht das nicht. So, warte mal. Marci, andere Frage. Hättest du mal Lust mit im Konvoi zu fahren? Bei ETS? Oder hast du eine eigene virtuelle Spedition? Du? Hey, cool. Nächste Haltestelle, Kirchstraße. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich
glaube, das hast du mal letztens sogar schon erwähnt, ne, dass du, dass ihr eine eigene Späti habt. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja, und ich weiß nicht, ob du es letzte Woche mitbekommen hast, aber wir hatten da, bin ich ja ETS gefahren, war richtig geile Woche, ey. Aber am Freitag dann total, ey, so Internetprobleme gehabt, ey. Da ging gar nichts mehr. Nächste Haltestelle, Lenenkampstraße. Aber hat richtig Bock gemacht, ey. Aber ich muss eins sagen zum Westbalkan. Ziemlich viele Landstraßen, ey. Da brauchst du schon richtig, richtig gut Ausdauer, also Geduld vor allem. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, Fahrrad in der Pure, weil jetzt kommt ja nur noch scheiße Musik. Spotify. Ja, mach schon die ganze Zeit. Justin, Spotify. So. Ja, Manu, ich muss mit der. Also Kelly weiß Bescheid wegen Samstag. Sie wird mitgehen. Allerdings ist es so eine Sache mit ihrer Freundin da, die eine. Hause um. Hey, das ist privat, das ist zwischen mir und ihr. Mach Verschwindibus-RP. Hab ich eine Zeit lang im RP auch gemacht. Hab ich jeden, der mal auf den Sack gegangen ist, halt verschwinden lassen. Nächste Haltestelle, Hildenort. Verschwindibus. Kenne ich irgendwoher. Ja, auch wenn ich nach meinem Kopfdienst zivil unterwegs war, ist mir irgendeiner in der Stadt gekommen, habe ich den eingepackt, habe den mitgenommen, habe den irgendwo am Arsch der Welt ausgesetzt. Und dann konnte er bis in die City runterlaufen. Gestorben wegen Mangelunternährung. Mangelhafte Unterernährung. Sowas nennt man auch erzieherische Maßnahmen. Ich muss mal gerade so. Natürlich voll maskiert, so, ne, damit er dich nicht erkennen kann. Damit er hinterher nicht sagen kann, ey, das war der Kowalski, der mich eingepackt hat. Alias Justin. Naja. Nächste Haltestelle. Fremdrupper Straße. Weißt du, wo ich dich jetzt gleich rauslassen würde? Am Vogelpark. Aber leider ist es der Volkspark. Der Vogelpark. Vogel kannst du schlecht mit K schreiben. Fuck. Ach, meine liebe Güte. Ja, so ist es. Naja. Aber vor allem, ich muss noch die ganzen Abrechnungen machen von der Woche, ey. Gut, da wartet dann noch ein bisschen Arbeit auf mich, ey. Weißt du, was die Schlimmer ist? Hm? Wenn du im RP jemanden nach deinem Polizeidienst verschwinden lässt, du in einem OOC-Talk sitzt, erzählst einer anderen Person das und dieses Vibe geht auch noch her und metert das im RP und die wollen mir dafür eindrücken. Bis dann rausgekommen ist, ey, das war gemetert, das darf sie gar nicht verwenden. Lol. Zack, also wusste wie jemand, dass ich den mitgenommen hab. Ah ja. Ich meine, ich durfte ja korrupt sein als Cop. Also ich war nicht in der Leitungsebene. Ich durfte bis zu einem gewissen Punkt korrupt sein. Ich hätte den, selbst wenn ich den eingepackt hätte, mir hätte niemand was nachweisen dürfen, weil ich laut Regelwerk korrupt sein durfte.
Daniel schreibt gerade rein, Meta ist ein großes Problem geworden im RP. Ja, ist es auch. Also erstens, ich weiß nicht, was das ist. Also gut, du hast ja glatt erklärt. Ist Meta, ja, das ist halt, wenn du OC jemanden was erzählst, ne? Oder du siehst es in dem Livestream und du gehst woanders hin und sagst, ey, das und das hat der gesagt. Das ist halt gemetert dann, ne? Also du hast halt was verraten. Und das darf halt einfach nicht sein. Also ist das so wie so ein kleiner wenn jemand von Sims, so ein kleiner 31er quasi, ne? Ja, ja, genau. Das ist so ein richtiger 31er Buff. Weil du kannst da mit den Leuten echt den Spielspaß am RP kaputt machen. Okay. Na gut, da muss ich mich mal damit beschäftigen, wenn wir das Rant Redemption hier mal drauf haben. Deshalb, viele Leute machen mittlerweile schon so ein Bot-Command mit Meta drauf, ne? Ausrufezeichen Meta. Hm? Damit die da lesen können, was Meta ist und was nicht. Ne? Okay. Also wie beim ACC, wenn man da hinten einer reinfährt und ich versuche dann die den Report dazu machen, ey. Das ist halt einfach ein ganz großes Problem und das ist halt in meinem Livestream in der letzten Zeit ganz oft passiert, kurz bevor ich vom RP-Server runter bin, dass gewisse Personen meinen Stream geguckt haben und damit gemetert haben und dann zu mir gekommen sind, weißt du? Mhm. Und mich auf diese Situation angesprochen haben. Sag mal, was ist denn heute los? Ich meine, heute ist ein Dienst. Nein, was ist denn heute los? Heute sind so viele unterwegs, ey, das gibt's gar nicht. Justin, hast du mir deine KI geschickt? Alle, die dich nerven, die kommen dann zu mir. Sicher. Oh, geil. Guckt euch den Stepitzer an, ey. Da würde ich mal sagen, da bist du ja fast wie Bruce allmächtig. Ein einfaches Tagesticket, bitte. Gilt das so oder muss ich das entwerten? Ich kann ihn nicht antun. Sonst Aladdin, den Mächtigen. Naja. So. Wenn ich vor 6 Jahren angefangen habe, war auch nicht so schlimm wie. Ach du liebe Güte. Naja, dann. Dann müsstest du ja quasi, Daniel, wenn es so ist, täglich einen Moderator da haben, der dir dann, wenn jemand es macht, direkt einen Bannhammer schwingt, quasi. Ne? Ja, für MRP brauchst du immer aktive Moderatoren. Ansonsten bist du am Arsch. Mhm. Das ist, anders kann man das nicht sagen. Du bist sonst am Arsch. Vor allem, weil das dann halt auf dich zurückfällt. So, ich habe deswegen im PD riesen Ärger gehabt. Ich habe über eine Stunde im Support gesessen und wir haben darüber diskutiert, weil über mein Livestream gemetert wurde. Da sind Dinge, die ich gesagt habe, hat die Person aufgegriffen, ist ins PD gegangen, zu meinem Assistant Chief und hat dem gesagt, so das und das hatte PD 10 gesagt. Hallo. Oh. Einmal ein 3-Stufe-A-Ticket. Das ist halt einfach ein Ding, das gehört sich halt einfach nicht. Du kannst nicht irgendwo in einem Livestream gehen und wenn du siehst, ey, da sind zwei online vom gleichen Server und du kannst da anfangen, deinen Meta-Move zu machen. Ja. Das geht halt einfach gar nicht. Das ist drüber. Also wäre es dann auch für mich einfacher zu sagen, naja, wenn wir jetzt Ramp Redemption machen würden, erstmal nur ein Video und später dann irgendwie das als Stream. Ja, du brauchst ja so oder so, brauchst du vom Server. Also, ich brauch von denen sowieso die Rechte, was das betrifft. Genau, du brauchst sowieso erstmal die Erlaubnis, dass du das überhaupt darfst. Und dann musst du halt einfach gucken, dass du dich so gut wie möglich gegen so Meta-Attacken schützt. Guten Morgen. Ja. Die Leute versuchen es halt bis auf den letzten Drücker, das ist einfach so. Die machen da Dinge, um irgendwie da ihr RP toll zu machen, wo ich mir halt so denke, so, ey, damit ver-
vermisst ihr anderen Leuten einfach nur den RP-Spaß? Naja, also wäre ja auch eine gute Idee, ne? Ich benutze jetzt hier auch den Saribot. Kann ich jeden Streamer nur empfehlen, den Saribot. Der blockiert hier teilweise auch Bots etc. Also außer nur die, wo ich halt auch wirklich brauche. Der ist halt auch nicht schlecht. Ja, aber das hilft dir gegen Meta nicht. Weißt du, wenn aktive Zuschauer bei dir sind, die kein Bot sind oder so, und das bei dir schauen und dann irgendwie in einem anderen Stream gehen und das da reinschreiben, was du vom Stapel lässt, so. Oder im RP, die Spieler brauchen nur mit dir auf einem Server spielen. Die gucken nebenbei dein Livestream so, die sehen, ach guck mal, da und da hält er sich auf, ich fahr da jetzt mal hin. Hast du schon gemetert? Und dann sprechen sie dich auf eine Situation an. Und der Bot verhindert auch nicht, dass der Streamer redet, lach und da und weg ein Sternchen. Du kannst dann einfach nur gucken und versuchen rauszufinden, wer die Person ist, die dich da EC angesprochen hat, wie die auf Twitch heißt. Na, so, und dann kannst du den Meta-Verdacht, dann ist es natürlich ein Supportfall. Da musst du beim Server im Support gehen, das musst du mit denen klären. Und dann sagen, ey, pass mal auf, Leute, da wird gemetert über meinen Livestream. Deshalb ist das so, hol dir, wenn du auf so Servern streamst, den Content Creator, dann sind nämlich Teamler bei dir als Moderatoren dabei. Ja. Die überwachen das. Gut, und wir reden dann auch in der nächsten Folge weiter, erstmal in der Hinsicht, ne? Justin, dankeschön, dass du da warst. Gerne, Bruder. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Tschüss.